Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Engleich. Wir haben mal wieder Rumble Time. Vorletztes Match. Ja, und das sieht ziemlich heftig aus, das Ergebnis. Ja, lasst uns mal reinschauen. Das ist jetzt hier gegen Cookie Lan. Nee, Sleeper Agents. Gegen die Sleeper Agents. Ja, und dann legen wir doch gleich mal los. So. Oh Gott. Jan B605. Oh mein Gott. Komm. Fangen wir erstmal da damit an. Und dann spielen wir noch den Diorama Jean. Und noch die Lila. Und den Peter. Und es war's. This match is finished. Naja. 40 Leben. Na, der gute Mann. Ist noch relativ am Anfang. So, dann gucken wir mal weiter. Nächstes Match. Gegen gegen Peps 13. Auch nicht. Sieht auch nicht viel anders aus als das eben gerade. Fange ich mit Bob an, dann mache ich Pimp My Slay. Habe ich einen Hip-Hop Bob, der macht jetzt 34 Schaden. So, dann komme ich hier noch mit einem Snot Rocket von der Seite. So. Jetzt sind wir schon inzwischen bei 41, 58 Schaden. Plus die 19, 29. Da sind wir bei 70 Schaden auf Slot 1. Eine glatte 100. So, wide range. Jo, Mann. Twatsichtkart. Twatsichtkart. So, hier wird 39 Schaden machen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Bob an. Und dann schauen wir mal, was für eine Karte kommt. Da reichen tatsächlich. Gut, hier wären es sogar 41 Schaden. Plus den Push jetzt von der Seite. Da sind wir bei 49 Schaden. Das machen wir nämlich jetzt hier. Jetzt pushen wir mit einer 8 noch von der Seite. So bei 49 Schaden. Und ja, jetzt kann ich hier noch eine Bending School neben dran setzen. Das ist jetzt auch egal. Da passiert jetzt nichts mehr. So, Mr. Deliver. Und damit haben wir eine glatte 100 geholt. Ja, Mann! Dreimal 100! So. Ich weiß ja, warum mir das Lied vom magischen Kopf durchgeht. Keine Ahnung. So. Jetzt sieht die Sache schon, jetzt hätten wir mit der Bad Tina, der schlimmen Tina, auch gleich die nächste krasse Combo am Start. 41 Schaden jetzt auf der 1, jetzt noch mit einem 10er Push plus 11-fach Punch sind wir bei 51, 62 Schaden auf der 1. Da passiert jetzt auch nichts mehr. Jo, so, also ich glaube, ich bin ein bisschen leise. Ich mache das Ganze ein bisschen lauter jetzt hier mal. Jo, dann gucken wir mal. Also. Jo. In 34 Minuten noch. Ich vermute, dass wir das Match gewonnen haben. Gegen Crazy Fool.
Auch hier wieder fangen wir mit dem Eugene Belcher an, ballern dem gleich da wieder eine knapp 40 Angriff um die Ohren. So, jetzt könnte ich hier den Diorama Gene, das sind 38. Das ist aber auch schon das höchste der Gefühle. Machen wir das auch. Diorama Gene, 38 Schaden gleich von Anfang an. Ja, jetzt haben wir 44 Schaden. Und jetzt haben wir noch viel mehr. Jetzt haben wir nämlich nochmal 9 drauf. Wenn wir bei 53 Schaden gewesen auf Platz 1, auf den ersten Slot und wieder eine glatte 100. Jo. Hier kommt er gleich. So, oh, jetzt hiermit wird mir das jetzt nicht gelingen. Hiermit wird mir das jetzt nicht gelingen. Gegen Cheesy. Jetzt sehen wir schon den Unterschied. Ich habe zwar jetzt hier diverse Möglichkeiten, die ich machen kann. Ich spiele jetzt den Mr. Deliver, der hat wenigstens Leech. Aua. Das hat jetzt wehgetan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, 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 mit einer 21er Bombe kommt er mir da an. Alter, jetzt mach mal hier, entspann dich mal ein bisschen hier, Kollege. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Autsch. Ich befürchte, dieses Match werde ich jetzt hier gegen Cheesy verlieren und deswegen im gottverdammten Chicken Fight. Gegen Chicken Fight kann ich jetzt ehrlich gesagt im Moment gar nicht mal so viel tun. Ich muss jetzt hier hinten noch das Not Rocket setzen und ich habe auch noch nicht mal jetzt irgendeine Charakterkarte, die ich irgendwo draufklatschen könnte. Verdammt nochmal. Oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt ist vorbei, Baby. This match is lost for you. Jawohl. Jetzt hab ich mich durchgesetzt. So, Kollege, hier, so geht es gar nicht, Kollege Schnürschuh. Ja, wie ihr seht, leider 15 Punkte jetzt liegen gelassen. Verdammt nochmal kommt er hier tatsächlich mit so einem. Es tut schon weh, mein Nico, es tut schon weh, ne? So, also. Gut, jetzt haben wir ja noch. Vier Matches übrig. Schauen wir mal. Ray Ray. 78. Ja, und da habt ihr aber auch gesehen bei Cheesy, ne? Also erst habe ich gegen Cheesy gekämpft und das war ja total easy. Und dann plötzlich kommt er mit Chicken Fight auf der 1 an und dann verläuft das Match komplett anders. Ja, also denkst du dir nichts dabei, ne? Und dann knallt das auf einmal richtig. So, jetzt hole ich mir erstmal Leben zurück mit der Oktoberfest-Lila. So. Ja, jetzt müssen wir hier auch noch uns was einfallen lassen. Machen wir da den Yachtclub. Ja, das hatte ich euch ja schon einmal erzählt, als es da um die Combo Mastery ging. Yachtclub, da seht ihr ihn. Spiele ich tatsächlich schon diverse Male in einigen Matches. Zehnfach Cripple All ist einfach ziemlich geil. So, dann machen wir hier weiter. Wenn ich jetzt hier den Roundhouse hinklatsche, dann ist sowieso vorbei. Den einen Lebenspunkt, den er dann noch hatte, Ray Ray, der ist jetzt weg. Jetzt haben wir 97 Punkte geholt. Ja, ich hatte echt gedacht, ich war auf dem besten Weg zu einer glatten, perfekten 1000 und was ist? In die Hose geschissen. In die Hose geschissen. Verdammt nochmal. Naja, kannst es nicht ändern. So. Dann gucken wir jetzt mal. Schubidubidubidubidu. Jetzt haben wir den Fribble. Es ist Fribble am Start. Fribble. 34 ist wohl das höchste der Gefühle, was ich jetzt rausholen kann. Und dann kommt er hier damit. So, das ist natürlich jetzt extrem ärgerlich.
33 wären es sogar. Gut, ich habe noch hier. Es wären 53 Schaden. Bedeutet, nach einer Runde wäre da oben hier das Hasenkostüm weg. Genau. Aber er kommt auf Slot 2. Und das jetzt mit einer Tom Landry Middle School, die auch schon mal gleich von Haus aus 17 Schaden macht, was doch etwas ärgerlich ist. Dann spiele ich jetzt das arkturianische Kung Fu. Dann lass mal mehr Leben. Und, nein, das mache ich nicht. Ich mache jetzt hier den Irek Lobster neben dran. Hat er noch Leech? Das heißt, da holt sich jetzt auch noch Leben zurück, aber. So, jetzt kommen wir noch mit Marmalade. Ich will da vorne erstmal jetzt diese Studentin Amy da fort haben. Ja, gut. Naja. 92. Bäm! Hat ganz gut angefangen und dann plötzlich läuft es jetzt gar nicht mehr so gut, ne? Wie ihr seht. Naja, gut. Was willst du machen? Noch übrig? Zwei Matches. Zwei Matches. Jetzt gehen wir da mal weiter. Machen wir mal weiter hier. Zwei Matches noch. So, und da haben wir Soa 006. So, hier mit Christmas Punch-Out hätte ich gleich mal 41 Schaden am Start. Und gegen, weißt du, eben gerade hätte ich das gebrauchen können. Ne? Jetzt komme ich hier, jetzt habe ich wieder so ein. So, also. So ärgerlich, ne? So ärgerlich. Wenn du sie brauchst, kriegst du sie nicht. Und bei so einem Gegner hast du dann die First Punch Combo, ne? First Shot Combo. Naja. Eins. Eins noch. So. Schauen wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. So, dann haben wir hier Smee 2. Und da hätten wir einen. Guck hier, haben wir 46 Schaden gleich von Anfang an. Und der Eugene Belcher ist noch nicht mal komplett maxed. Ne? Also, ich möchte gerne mal wissen, was das Ding hier ballert, wenn du den Eugene Belcher noch maxed hast. Da bleibt echt kein Stein auf dem anderen. Der knallt hier alles weg. Das ist brutal. Das ist richtig heftig. So gegen Smee 2. Ja gut, okay. Ich habe die Combo Mastery darauf einmal. Aber Eugene Belcher, den hätte ich gerne maxed. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kriege ich den früher oder später auch noch zusammen. So, dann gucken wir mal hier rein. Aktuell sind ja noch 25 Minuten, aber schauen wir mal. Hey, der hat ja noch nicht mal eine 900 geschafft bei den 34. Aktive waren es bei denen. Bei uns sind es aktuell noch. Oh, Cuddly. Cuddly wieder mit einer glatten 1000. Congrats, man. Dann haben wir A mit 995. Up, damn. Unser Hessisch Major 993. Der Pate 991. Casey Remington 991. Dietronic 989. Frankensee 986. Chris 981. Tularis. The King, Jay Style, Dennis, Junkhead, ja, Teklis, Bounty, Ricky, Spanish, Strommi, Robert, Nutty, Nate, Gecko, Henny, Spider, Crow, Brownie, Eat Fresh, Manuel, Anska, King, Scrumelli, Topdas, Barney, Marlene, Jojo, Gamer Guy, Thomas Cookie, Krankus, Mimo, Sesshomaru, Magen, Sonja, Apokalyptika, Komisch, ich habe wohl 974, schätze ich mal, Ulrike K. und Olli Z. und Big Big. Ja, geilo. 46 bis jetzt. Wird wahrscheinlich noch in den letzten 24 Minuten was mit hinzukommen. Schauen wir mal. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.